gratuliere mir jetzt Kur zum 85. Jubiläum. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das Hockey ABC Kur erlernen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Freude für die nächsten 85 Jahre. Geniessen den Tag und bis bald. Hopp ERC Kur! Ich möchte dem ERC Kur gratulieren zum 85-jährigen Jubiläum. Leider kann ich nicht dabei sein. Ich habe ein Meisterschaftsspiel gleichzeitig. Aber ich möchte dem ERC Kur nicht nur zum Jubiläum gratulieren, sondern auch zu dieser Jahrzehnte Arbeit, die sie machen mit Spielern. Ich glaube, es gibt in der Schweiz keinen Club, der mehr Supertalent rausgelassen hat als der EAC Chur. Und natürlich möchte ich natürlich auch im EAC Chur danken für meinen Karrierestart, für meine Karriere, die ich kann lancieren in Chur. Und somit möchte ich auch speziell danken im Rudi Liesch, der mich geholt hat von Zug, aber auch im Thomas Domenik, der mich damals zum Eistrainer gemacht hat. Aber jetzt komme ich gerade eine Haut über, wenn ich nur daran denke, was ich für eine geile Mannschaft hatte. Zwar haben sie hier und da auch im Ausgang die ganze Bisswarzer Wand ausgezehrt und ich musste gerade stehen vor dem Präsidenten. Aber was wir geleistet haben im Training und was wir geleistet haben bei dem Match, und somit auch aufgestiegen sind in Nazia, das ist einzigartig. Das ist jedes Mal, wenn ich an ERC Chur denke, bekomme ich Glücksgefühl. Ich möchte aber euch beflügeln. Ich habe gehört, es gab neue Leute, die Gebrüder Kapels, die die Geschicke vom ERC Chur in die Hände genommen haben, auch mit dem Andi Grotten. Macht weiterhin einen guten Job und bringt weiterhin super Talent raus. Ich freue mich immer wieder, wenn ich von einem jungen Spieler höre, den ihr rausbringt. Merci. Hallo ERC Chur Fans. Mein Name ist Brian Hills und ich habe von 1985 bis 1987 bei der ERC Chur gespielt. Ich war 26 Jahre alt, als ich nach Chur ging. Und die Mannschaft in 1985 war sehr, sehr jung. Aber wir haben eine super Saison gehabt und sind aufgestiegen. Ich habe immer noch mein Trikot von dieser Saison bei mir hier zu Hause. Und ich bin stolz, dass ich mit Chur in der Nazia aufgestiegen war. Ich muss sagen, ich kann mich noch erinnern auf das Finalspiel. Wir haben in Bern vor 16.300 Fans gespielt. 300 Fans waren aus Chur, 16.000 aus Bern. Und unser Feier nach dem Spiel war wirklich erstaunlich. So eine junge Mannschaft, die von Bay in Saar aufgestiegen war wegen diesem Spiel. Und das Feuer auf dem Eis, das Feuer in der Kabine. Und dann, wie die Jungs gesungen haben und gefeiert haben auf dem Heimweg im Bus, das bleibt mir auch noch in Erinnerung. Als wir nach Hause in Chur gekommen sind, sind wir direkt ins Clubraum im Stadion gegangen und dort haben wir wieder gefeuert bis, glaube ich, 5 vor 6 Uhr morgens. Ich möchte der EHC Chur auf das 85 Jahre Jubiläum gratulieren. Ich möchte die Fans von EHC Chur und der Stadt Chur bedanken für meine Zeit in Chur. Dankeschön. Hallo ERC Chur Fans. Mein Name ist Roberto Lavoie, best bekannt in der Schweiz als Bobby Lavoie. Ich habe 5 Jahre für ERC Chur gespielt, von 87 bis 92. Wir sind aufgestiegen in Nazia mit der Mannschaft 90-91. Und 5 Jahre in Chur war für mich das beste Jahr in meiner Karriere Eishockey. Und ich will eine spezielle Dank sagen zum Herr Thomas Domenik. Er war mit mir immer gut. Ich will auch so einen speziellen Dank sagen zum Rudi Liesch. Er war mit uns mit der Mannschaft denn und er hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und ihr weiß, heute ist der 85 Jahre Fest für die ERC Chur. Ich hoffe, dass Sie haben ein wunderschönes Fest haben.
Und vielleicht, wenn das nächste Fest, das der RCQ hat, vielleicht ich kann dabei sein. Wir wissen nie. Und ich habe gesagt, Chur war für mich eine sehr, sehr schöne Stadt und sehr, sehr viel lustige Art dort und war sehr, sehr gut auch für meine Familie. Und nochmals, ich will alle ERC-Chur-Fans in den Vorstand, auch die ERC-Chur-Mannschaft eine schöne Saison haben. Hoffentlich vielleicht sie können zurück in Nazi B gehen. Und vielleicht, wenn sie nur in Nazi B zurückgehen, vielleicht ich kann eine Comeback machen. So, nochmals eine schöne Fest und ciao zusammen.